Mit Dedi Seedbox hatte ich leider Schiffbruch erlitten. Am Ende wurde mir mein Account gelöscht, meine Mails gesperrt und sogar meine IP-Adresse für den Zugriff auf die Seedbox wurde komplett gesperrt. Und das nur, weil ich ein paar Support-Tickets eröffnet hatte. Bei Cloudboxes.io habe ich jetzt auch angefragt, ob ich für dieses Video einen Account bekommen kann. Habe ich bekommen und was das Ergebnis ist und welchen Vorteil das für euch hat, das schauen wir uns nach dem Intro an. Gleich vorneweg der Vorteil für euch. Du kannst meinen Affiliate-Link benutzen, beziehungsweise meinen Voucher-Code, der ist ganz überraschend einfach UsefulWit, und damit bekommst du 10% mehr Speicher auf eine der Boxen hier. Entscheidest du dich für die Smallbox, bekommst du 1,1 TB, also 100 GB mehr. Bei der 3 TB-Box sind es dann schon immerhin 300 GB und bei der 6 TB-Box sind es dann entsprechend 600 GB. Also da hast du was davon und ich natürlich über mein Affiliate-Programm. Für diesen Test habe ich tatsächlich die große Box bekommen, nichtsdestotrotz, die hätte ich mir gar nicht gekauft, weil 6 TB echt viel sind, nur um da ein paar Urlaubsbilder zu speichern. Mir hätte wahrscheinlich für den Anfang erstmal die 1 TB-Box gereicht. Das kostet jetzt hier 15 Euro im Monat, jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Und ich bin vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier echt weggeblasen. Und ich zeige euch auch warum. Wir gehen mal in meinen Kundensender. Und hier sehe ich schon mal meine installierte Software. Gehen wir die mal kurz durch. Also ich habe Lösungen für 3 Arten des Downloads hier rumfliegen. Nämlich zum Beispiel den JDownloader 2. Der ist im Beta-Programm, kann man sich aber über ein Support-Ticket einfach freischalten lassen. Das andere ist SubNZBD und als allerletztes RuTorrent. Damit decke ich quasi alle 3 Bereiche ab, wo ich meine Urlaubsbilder finden kann. Einmal im Usenet, einmal über Torrents und einmal über One-Click-Hoster. Aber wenn ich jetzt eh schon hier so eine Cloudbox habe, dann kann ich natürlich das auch als VPN benutzen. Hier gibt es zum Beispiel WireGuard zur Installation. Man kann natürlich aber auch hier unten aus der Liste der zu installierenden Programme auch noch OpenVPN auswählen. Also das geht auch. SFTP und FTPS sind hier auch gleich mit am Start. Das macht es halt möglich, dass ich von anderen Programmen hier auf die Dateien zugreifen kann. Natürlich kann ich jetzt auch im Browser hier navigieren. Dazu gibt es beispielsweise den File-Browser. Hier unten sehe ich dann auch immer direkt meine Zugangsdaten und mit einem Klick auf Open File Browser kann ich dann direkt auf die Dateien zugreifen. Hier habe ich zum Beispiel über SubNZBD Ubuntu heruntergeladen, mache ich mal einen Doppelklick drauf und jetzt kann ich mir die ISO-Datei einfach direkt einmal runterladen im Browser. Großer Vorteil ist hier, ich brauche lokal keine Software installiert haben, die mir eine NZB-Datei herunterladen kann. Das macht alles die Seedbox und der Rest passiert dann im Browser. Weiterhin erwähnenswert ist hier, dass alle Anwendungen über eine SSL-Verschlüsselung, also über HTTPS geschützt sind. Ohne dass ich da persönlich mich erstmal drum kümmern muss. Der Knaller, was ich aber für 15 Euro echt der Knaller finde, dass das hier dabei ist, ist ein kompletter Ubuntu-Server. Verbirgt sich hier unter Shell Access. Hier habe ich Zugriff auf einen Ubuntu-Server, wer hätte es gedacht. Gehen wir doch gerade mal drauf. Und hier habe ich kompletten Root-Zugriff. Also ich kann mir hier Programme installieren und kann noch viel mehr, als vielleicht die Seedbox ohnehin schon könnte. Wenn ich also mit irgendeiner Funktion unzufrieden wäre, hier habe ich jetzt ohnehin einen kompletten Server stehen. Das war jetzt erstmal der grobe Überblick über das, was Cloudboxes.io erstmal bietet. Jetzt schauen wir uns in der Praxis an, wie wir einmal vom Usenet, dann von einem Torrent und von einem One-Click-Hoster Dateien herunterladen können. Fangen wir mal beim Usenet an. SubNZBD habe ich offen. Und ich füge jetzt mal ganz klassisch eine NZB hinzu. Es gibt natürlich 1000 andere Wege, eine NZB hier hinzuzufügen. Zum Beispiel mit dem Add-on NZB Donkey. Dann würde das deutlich automatisierter funktionieren. So, was man natürlich jetzt noch braucht, ist natürlich ein Account bei einem Usenet-Provider. Hier würde sich dann Premiumize anbieten, schlicht und ergreifend deshalb, weil ich ja dann auch noch auf One-Click-Hoster damit Zugriff bekomme. Also ich sehe hier schon mal, der Download funktioniert und der funktioniert auch ziemlich schnell. Ich lasse das jetzt einfach weiterlaufen und wir schauen uns mal die anderen Funktionen an. Hier habe ich mir jetzt die RuTorrent bzw. RTorrent-Oberfläche aufgerufen. Das ist ein Torrent-Programm, das im Browser läuft. Das ist auch ziemlich mächtig, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen komisch bunt aussieht. Das kann schon so einiges. Ich gehe mal hier auf Torrent hinzufügen und wähle mir hier eine Torrent-Datei aus.
Ich habe hier zwei zur Verfügung, die würde ich auch beide direkt mal nehmen und sage einfach Datei hinzufügen. Ein Vorteil von diesem RootTorrent ist auch noch, dass ich jetzt direkt aus dem Programm im Browser die Dateien herunterladen kann. Ich muss jetzt also nicht auf meinen Dateiexplorer von der Seedbox gehen, sondern wenn ich hier auf Dateien klicke, dann kann ich schon direkt hier anfangen, die Dateien herunterzuladen. Hier zum Beispiel kann ich diese eine ISO-Datei herunterladen mit einer ganz vernünftigen Geschwindigkeit, wie man hier sehen kann. Alma Linux ist jetzt einmal komplett heruntergeladen und Big Bug Bunny hat sich jetzt auch mal langsam dazu bewegt, den Download zu starten. Hier gibt es ein Peer und ein Seed. Ja, kann ein bisschen länger dauern, aber das ist ja das Schöne an der Seedbox, läuft ja alles im Hintergrund. Deshalb ist das mit der Geschwindigkeit, finde ich persönlich, nicht so dramatisch. Ich gehe mal zurück auf SubNZPD. Hier kann ich jetzt sehen, dass der Download erfolgreich abgeschlossen wurde und ich sehe hier, dass er jetzt hier gerade am Entpacken ist. Ja, also Geschwindigkeit ist ganz ordentlich, die kann jetzt am Seedbox-Anbieter liegen, die kann jetzt aber auch am Usenet-Anbieter liegen. Deshalb ja, ist die Geschwindigkeit da jetzt nicht so aussagekräftig. Aber er ist ja trotzdem schnell, also von daher echt nichts zu meckern. Hier sehe ich, wo er es gespeichert hat und ich habe dann am Ende im Download-Ordner auch die entpackte Datei. Aber er läuft jetzt noch, er sagt hier direkt entpacken fertiggestellt, läuft aber noch ein bisschen. Na, wir gucken mal hier in Subcomplete, da gibt es ja einen extra Ordner für. Den lade ich hier einmal neu. Und da sehe ich jetzt meine heruntergeladene Ubuntu Collection. Und was mich natürlich jetzt interessiert, ist eine dieser ISOs hier. Und die könnte ich jetzt hier einfach einzeln runterladen oder auch zwei Stück markieren und herunterladen. Das heißt, ich habe immer einen Download im Browser und muss jetzt hier bei mir lokal nichts laufen lassen. So, das waren jetzt die zwei Geschichten. Jetzt würde ich doch sagen, machen wir mal den Shell Downloader auf. Wie man hier sehen kann, ist hier mein Premium-Mais-Konto eingetragen. Und was ich jetzt mache hier, ich muss das Clipboard irgendwie teilen können. Das geht mit dem Button hier oben. Das lösche ich mal raus. Und jetzt kopiere ich mal eine Uploaded-File rein. Wenn ich jetzt Submit sage, kann ich in den Link Grabber gehen und diesen Link hier hinzufügen. Hier ist er jetzt schon eingefügt. Ich könnte jetzt einfach STRG V drücken, dann ist er auch hier. Hier unten habe ich jetzt noch MNT Shared Media Programme, also den Pfad eingegeben, der auf meiner Seedbox eben dafür verfügbar ist. Gehen natürlich auch andere Pfade, aber ja, es gibt da diesen Media-Pfad und das macht Sinn, da einfach alles abzulegen. So, ich gehe mal auf Fortsetzen und sage mal Starten. Da ich jetzt einen Premium-Mais-Account hier drin habe, wird auch der Download direkt funktionieren. Keine Angst, das ist jetzt hier die Trial-Version von Camtasia, die gleiche Version, die ihr auf der Camtasia-Webseite runterladen könnt. Deshalb ja, alles ganz harmlos. Einfach mal eine Testdatei, die ich hochgeladen habe und die hier runtergeladen werden kann. So, und damit ist das auch runtergeladen. Wenn ich jetzt wieder in meinen File Explorer gehe, finde ich die Datei hier auch. Jetzt habe ich einmal alle drei Optionen gezeigt, One-Click-Hoster, Torrents und NZB-Dateien, also Downloads aus dem Usenet. Das geht wunderbar. Was natürlich auch wunderbar geht, ist der Dateizugriff. Den kann ich entweder hier mit dem Browser abfackeln oder über SFTP. Dazu habe ich zum Beispiel mal den FileZilla offen. Ich gebe hier SFTP, Doppelpunkt und die IP-Adresse ein, Nutzername und Passwort und am Ende muss noch hier der Port reingeschrieben werden. Leider unterstützt Windows SFTP nicht von Haus aus, da braucht man also eine Zusatzsoftware. Wenn dann alles eingegeben ist, kann ich hier auf Verbinden gehen, Passwörter speichern wir mal keine, das akzeptieren wir mal. Und hier habe ich dann halt genau die gleiche Verzeichnisstruktur, die ich in meinem Explorer natürlich auch habe. Das kann ich hier parallel herunterladen, das kann die Geschwindigkeit des Downloads dann auch nochmal erhöhen. Jetzt bin ich mal hier in meinem Torrent-Ordner und hier habe ich einen Film rumfliegen. Und ein großer Vorteil von Seedboxen ist ja, dass ich die von überall her erreichen kann. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich jetzt von allen meinen Geräten die Videos, die hier liegen, streamen kann. Wie würde das gehen zum Beispiel? Na, mit Kodi. So, Kodi habe ich hier schon mal vorinstalliert. Und hier kann ich einfach über SFTP zum Beispiel die Verbindung einrichten. Ich gehe mal hier auf Movies und Enter File Section. Hier finde ich dann den Ordner Movies, den habe ich jetzt vorher schon eingerichtet natürlich. Und hier ist dann der Film Big Bug Bunny zu finden. Was heißt das für mich konkret? Das heißt, ich kann mir Torrent, One-Click-Hoster-Dateien oder Usenet-Dateien herunterladen lassen, kann die von den Programmen wie RootTorrent automatisch in die richtigen Ordner einsortieren lassen,
zum Beispiel in den Ordner Filme oder Movies hier und muss gar nichts mehr machen. Sobald der Download dann abgeschlossen ist, setze ich mich an meinen PC oder an meinen Fernseher und kann direkt anfangen zu streamen. Zu guter Letzt möchte ich aber auch ein paar kritische Sachen sagen. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen Haarspalterei, denn ich habe nicht so richtig schlimme Sachen da gefunden. Was mich persönlich gestört hat, war jetzt eigentlich nur, wenn ich eine Anwendung deinstalliere, dann verbleibt aber der Config-Ordner hier noch. Das kannst du hier sehen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel Flat gar nicht mehr installiert. Trotzdem finde ich hier eben noch den Konfigurationsordner. Das hat dann den entscheidenden Nachteil, dass selbst bei einer Neuinstallation oder Deinstallation alle Sachen noch gespeichert sind. Gut, ich kann natürlich hier reingehen und das hier löschen, aber auf die Idee muss man halt erstmal kommen, weil in dieser Web-Oberfläche finde ich diese Option einfach nicht. Hier gibt es Reinstall oder Uninstall und wenn ich eins von beiden mache, bleibt die Konfiguration aber noch erhalten. Deshalb hätte ich es sinnvoll gefunden, entweder hier einen Button zu haben, zu sagen, hier kann ich jetzt die Konfiguration löschen oder dass es halt bei einem Uninstall auch wirklich komplett gelöscht ist. Aber lässt sich ja hier entsprechend leicht beheben. Am Ende würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier eigentlich für 15 Euro im Monat geboten bekommen. Ich bekomme einen VPS, einen Virtual Private Server. Ich habe vollen Zugriff auf Ubuntu und kann sogar den Root benutzen. Ich bekomme einen VPN dazu. Das kann dann OpenVPN oder WireGuard sein. Und natürlich bei einer Seedbox bekomme ich Zugriff auf alle möglichen Programme. Wie zum Beispiel RootTorrent, JDownloader oder SubNZBD. Und das sind schon ein paar gewichtige Vorteile, die den anfänglich hohen Preis von 15 Euro doch wieder sehr relativieren und sehr fair erscheinen lassen. Würde ich jetzt nur einen Virtual Private Server kaufen, wäre ich für die Konfiguration und Einrichtung der Software verantwortlich. Das geht hier deutlich komfortabler, gerade was zum Beispiel Geschichten wie SSL-Zertifikate angeht. Ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn du jetzt Interesse an der Cloudbox hast, freue ich mich natürlich über die Nutzung meines Affiliate-Links.